Stefan T800 P. Ich habe 2014 schon mal gegen Joachim Christensen in Dänemark gekämpft, in Kopenhagen. Habe den Kampf knapp nach Punkten verloren. Ein Rückkampf ist natürlich immer was Schönes, speziell wenn man dadurch eine Niederlage bereinigen kann. Und ich werde alles dran setzen, dass ich am 2. Februar die Revanche siegreich beenden werde. Er ist auf jeden Fall hungrig, er kommt von 2 Niederlagen. Ich denke, er wird alles daran setzen, dass er wieder zurück auf die Siegerstraße kommt. Aber ich weiß, ich bin der physisch Stärkere, ich bin mental stärker und deshalb werde ich den Kampf gewinnen. Ich mache meine Vorbereitung hier im MMA Spirit, weil ich weiß, hier bekomme ich die beste Vorbereitung. Meine Trainer, meine Teamkollegen, alle kennen mich, wissen, wie ich funktioniere, wissen sie, wo sie rauf den Schwerpunkt legen müssen. Es hat mir sehr gut gefallen, wo ich das letzte Mal in Köln in der Lanxess Arena gekämpft habe. Der ganze Ablauf, die Location, die Atmosphäre, es war schön und ich freue mich wieder in Deutschland vor deutschem Publikum zu kämpfen. Es geht mir mehr darum, sozusagen, sich als Sportler zu etablieren und zu zeigen, was man kann und einen guten Kampf zu machen. Ja. Dieser Titel dann zum Schluss, dass du ihn gewinnst, ja, ist natürlich immer noch mal ein schöner Bonus. Im September hat GMC natürlich einen sehr wichtigen Schritt gemacht mit der Erstausstrahlung auf ProSieben Max. Der Sport ist sozusagen ein bisschen mehr Mainstream geworden, was sehr wichtig ist für uns Kämpfer und für den Sport selber. Ein Kampf ist immer ein Kampf. Man weiß nicht, was passiert. Ich gebe mir natürlich selbst auch die Schuld dafür, da ich diesen Kampf nicht vorzeitig beenden konnte. Deshalb werde ich alles daran setzen, dass ich ein vorzeitiges Ende erzwingen werde.